Roland Börkle aus Bürs übte als einziger in Vorarlberg das Handwerk des Gerbers aus. Doch wie kam der 23-Jährige zu diesem Beruf? Über die Jagd, weil ich selber die Jagdprüfung gemacht habe und dann noch nicht gemerkt, dass es halt schwierig ist, etwas zum Gerber zu lassen, wo Qualität passt. Und so bin ich dann eigentlich auf die Idee gekommen. Zuerst einmal hat das ganze Dorf gelacht, aber wo sie dann gesagt haben, die ersten paar Schafe, also wie schön und wie halt Qualität wird und wie es passt, ja, hat sich den Ball einmal aufgehört. Die Gerberei ist ja in Bürs, am Blumweg 12, und da habe ich auch im älteren Haus eine Doppelgarage ausgebaut und haben es eingerichtet mit Maschinen, die wir geholt haben vom Deutschen und vom Tirol, eigentlich von ganz Österreich und Ausland zusammengedreht, und da haben wir es halt im Keller noch ein bisschen umgebaut und gefliesst und halt ein bisschen eingerichtet. Also mit dem Verkauf ist halt die Leute, die mir Fehler bringen, da rechne ich Nutzgerben ab und die kriegen sie ihre Fehler wieder, aber ich mache auch selber Schaf, wo ich von der Metzger kriege, also wo ich den Metzger günstig abkaufe, weil das Schaf nichts mehr wert ist. Und den mache ich dann und verkaufe den halt. Die Leute, die mich kennen, der kaufen mir dann halt den Schaf ab. Von der Rohhaut zum weichen Fell ist es ein weiter Weg. Also Gerber tun wir Fuchs, Marder, Dachs, Iltis, dann haben wir Schaffeller, Ziegenfeller, Rentier, Stinktier, Waschbär. Ich krieg das Fell, dann muss ich es zuerst einmal waschen, dass das Blut und alles weg ist. Dann muss ich es entfleischen, weil noch Unterhaut und halt noch Fett dran hängt. Und wenn es dann sauber ist, dann kommt es ins Gerbmittel. Das geht ungefähr eine Woche lang. Und wenn es dann gerbt ist, muss ich es auch aufhängen, trocknen. Und dann wird es weich gemacht, also das Leder wieder weich drüber. Und wenn es dann weich ist, wird es nochmal aufgespannt, dass es dann die Endform kriegt. Und dann wird es geschliffen nochmal, dass die Lederseite glatt ist. Und dann wird es ausgehemmt und zugeschnitten.